Zu Ostern wird auch gebacken und wir backen heute für Sie mit einem Meister und schauen ihm über die Schulter. Ein Osterbrot. Doch was brauchen wir dazu? Also wir brauchen natürlich Mehl, Eier, Wasser, Rosinen, Mandeln, Aromen, Vanille, Zitrone, Salz, Schmand, Zucker und Hefe. Zunächst werden alle Zutaten in eine Schüssel getan, dann wird der Teig geknetet, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Sultaninen und Mandeln werden zunächst herausgelassen. Wir kneten den Teig, bis sich ein Knebelnetz gebildet hat, was man hier gut sehen kann. Zunächst reißt der Teig ab, aber wenn der Teig ausgeknetet ist, sieht man schön, er lässt sich schön ziehen, bildet sich ein Klebernetz wie ein dünnes Häutchen. Wenn der Teig ausgeknetet ist, geben wir die Früchte hinzu, sprich Sultaninen und Mandeln. Und bis dieser Teig oder bis die Früchte gut runtergelaufen sind, gleichmäßig, und wir lassen den Teig 5 Minuten entspannen. Danach werden wir die einzelnen Fahrten auswiegen und geben, nachdem der Teig rund gemacht worden ist, nochmal 15 Minuten Entspannungspause. Machen den Teig nochmal rund, geben weitere 15 Minuten Pause und dann können wir ihn zum Hergehen lassen, auf einem Blech im Raum stehen lassen, am besten abdecken, damit sich keine Haut darauf bildet. Und dies wird so in etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde in Anspruch nehmen. Und anschließend werden die Osterfladen, das Osterbrot, wie man es auch nennen kann, mit kurzen, schnellen Schnitten, mit einem scharfen Messer geschnitten und werden Hagelzucker und Mandeln darauf streuen. Ja, wir haben den Teig dann geschnitten, mit Eigelb bestrichen. Und wie geht's dann weiter? Wahrscheinlich dann backen. Wie viel und wie heiß? Da Hausfrauenöfen sich etwas anders verhalten und Elektroöfen mit Umluft sehr stark sind, so in etwa 160 bis 180 Grad, 35 bis 40 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. So, das war's schon. Jetzt viel Spaß beim Nachbacken und frohe Ostern!